Neuer Sonntag, neues Glück, der Schilling ist zurück und zwar mit einer schnellen Frage- und Antwortrunde. Ich habe vor ein paar Wochen mal gefragt, Vorschläge, Anregungen, Meinungen und das waren irgendwie 250 Kommentare, die ich da bekommen habe. Die sind noch längst nicht alle durch. Leben nach Pokémon Go, Quality of Life Verbesserungen, Shiny Chancen erhöhen und mehr, das gibt es heute. Gut, wir fangen an, weil es gerade passt. Der Stefan schlägt vor, Raid Days am Sonntag. Und das dürfte auch der erste Raid Day. Naja, Raid Day ist es ja nicht. Ich meine Raid Stunde. Sorry, das habe ich jetzt gerade ganz verwechselt. Um 18 Uhr beginnt es, bis 19 Uhr Rayquaza heute. Beziehungsweise, wenn ich das Video hochlade, ist die Stunde leider schon vorbei. Ich habe das ganze Wochenende mit einer Videoidee verschwendet, die ich leider doch noch nicht umsetzen kann. Aber sollte ich dieses Setup mal fertig haben, dann kann man sich auf richtig geniale Pokémon Go Videos freuen, die ein bisschen anders sind als mein aktuelles Setup, aber das dauert anscheinend noch. Ah, diese Technik. So, Poison Milo schreibt, es wäre schön aus größerer Entfernung zu sehen, ob ein Raid bekämpft wird. So könnte man sich besser zu Gruppen gesellen. Ja, finde ich gut, dass man irgendwie eintragen kann oder dass man einfach sieht, die öffentliche Lobby, so eine kleine Zahl darüber, aber Team Go Rocket noch mehr, umso mehr. Genauso wie Logmodule haben wir ja schon oft vorgeschlagen. Jedoch, ich hab's wirklich, lasst mich jetzt nicht lügen und übertreiben. Man tendiert ja eher dazu zu übertreiben. Da spielt einem die Erinnerung einen Streich. Aber ich sag mal, bei 15 Pokestops ist schon der Team Go Rocket Stop verschwunden. Obwohl ich dort war, aber ich habe vorher noch ein Pokémon gefangen, welches daneben stand. Kurz zur Erinnerung, ein überfallener Team Go Rocket Stop, der ist, wenn er auftaucht, danach 30 Minuten da. Und es kann sein, dass man gerade in den ersten 5 Minuten dorthin kommt und die sowieso noch 25 Minuten Restzeit wäre. Oder aber man ist in den letzten Sekunden da und weiß nicht, soll ich jetzt noch hinlaufen oder wie viel Zeit habe ich noch? So eine farbliche Kennzeichnung, dass zum Beispiel der Pokestop dann nicht so dunkelblau ist, sondern hellblau, wenn er nicht mehr allzu lange von Team Go Rocket überfallen wird. Also ich habe wirklich schon so viele Kämpfe verloren, bin aber extra, also ich habe die Kämpfe an sich nicht verloren, aber die Begegnungen überhaupt, ich konnte sie nicht starten, weil ich war dort, 3 Pokémon neben dem Stop, denk mir, okay, fange ich die vorher noch, könnte ja ein 100er oder ein Shiny sein und dann 0, nada, niente, nichts, Schluss mit lustig, kann nicht mehr gegen Team Go Rocket kämpfen, bin aber extra dorthin gelaufen, keine Ahnung, 2 Minuten, 3 Minuten Umweg, das ist dann immer schon extrem ärgerlich. Ja, was soll's. Wäre eine schöne Verbesserung, finde ich. Scoutboy, wird das Pokémon aus dem Ei beim Schlüpfen zufällig bestimmt oder schon dann, wenn man das Ei bekommen hat? Das wird bestimmt, sobald man das Ei hat. Domme schreibt, was hältst du vom aktuellen TM-System? Ich find's immer schade, gefühlt 5 Lade-TMs an bestimmten Pokémon zu verschwenden. Denkst du, da wird sich bald was verändern? Also, ich muss sagen, als die TMs erstmalig eingeführt wurden mit dem neuen Arena-Update war das. Übrigens, an alle, die sich immer das alte Arena-System zurückwünschen, dem neuen Update haben wir die TMs zu verdanken. Okay, die hätte man auch so einführen können, aber nur so am Rande erwähnt. Die wurden eben mit den Raids und mit dem neuen Arena-System eingeführt. Früher, da war es gar nicht so heftig, finde ich, aber jetzt immer mehr Attacken verlernen, 2 Ladeattacken, hin und her wechseln, PvP. Ich höre und lese von vielen Leuten, dass sie überhaupt nicht mit den TMs hinterherkommen und es frustrierend ist, vor allem bei Pokémon wie zum Beispiel Mewtwo, von Mew fangen wir erst gar nicht an zu reden, da wenn man eine bestimmte Attacke sucht, kann man schon mal wirklich 10, 15 TMs ausgeben und hat noch immer nicht die richtige, weil man hat mal Glück, man hat mal Pech, man hat mal Gandhi. Und wenn man viel raidet, okay, dann hat man schon mal 50, 60, 70 TMs auf der hohen Kante. Jedoch, wer nur seinen Gratis-Pass macht, der hat kaum TMs zur Verfügung. Und die bekommt man ja eigentlich fast nur aus Raids. Ab und zu auch bei einer Spezialforschung, bei irgendeiner Event-Quest oder so. Aber ja, PvP kann man sie auch selten bekommen. Ob sich da was ändern wird, weiß ich nicht. Jedoch steigt, glaube ich, habe ich so das Gefühl, der Druck aus der Community, dass man daran was ändern sollte. Icy schreibt, wie findest du, dass es bei GoFests regionale Pokémon gibt? Ja, man hat sich so mittlerweile dran gewöhnt und es ist nochmal so ein, wie soll man sagen, ein Anreiz dafür, diese Events zu besuchen. Und gewissermaßen bleiben sie dadurch ja auch regional. Und zwar
ja, wie soll ich das sagen? Jetzt konnten zwar auch Leute aus Deutschland ein Venuflibis bekommen, aber dann war es eben kurze Zeit ein Deutschland-regionales, oder? Ja, ist irgendwie doof ausgedrückt, jedoch allzu schlimm finde ich das eigentlich nicht, weil, ja, würde man das entfernen, wäre nochmal so ein Anreiz für ein Pokémon Go Fest weg. Ekaholik schreibt, was machst du, falls Pokémon Go irgendwann eingestellt wird, beziehungsweise das Leben nach Pokémon Go? Also zuerst mal denke ich nicht, dass das allzu bald passieren wird. Irgendwann kann das schon sein, aber momentan das Geld, wollte ich schon sagen, das Spiel wirft so viel Geld ab, ist noch immer in sämtlichen Sortierungen bei den App Stores eine der umsatzstärksten Apps. Wir haben da irgendwie Candy Crush und Gardenscapes. Und Pokémon Go ist so in etwa in den Top 3 immer vertreten, Top 5, je nachdem. Also da muss man sich, denke ich mal, keine Sorgen machen. Kann man auch vergleichen, aktuelles Thema, WoW, World of Warcraft, gibt es seit 2005, Ende 2004, Anfang 2005 so in etwa. Und das sind jetzt gute 15 Jahre, 14 Jahre. Das Spiel gibt es noch immer. Und man hat sogar jetzt Spielwelten veröffentlicht mit dem ganz alten Spiel, mit dem allerersten, weil den Leuten das so gut gefallen hat. Damals. Bedeutet also, Pokémon Go ist erst 3 Jahre alt. Es hat diesen Vorteil, eben das erste und allergrößte Spiel in dem AR-Bereich zu sein. Da mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Aber ansonsten, ich meine, wir alle haben Lust auf Gaming. Sollte wirklich, warum auch immer, Pokémon Go eingestellt werden, dann sind da Millionen, Hunderttausende bis Millionen Spieler, die wieder irgendwas zocken wollen. Auch ein AR-Spiel oder irgendeine App. Und dann findet man was Neues oder lässt sich so irgendwas einfallen. Aber ich denke, da muss man sich momentan nicht allzu große Sorgen machen. Das ist auch ein irrsinniger Vorteil an Pokémon Go, wie ich finde. Ansonsten lädt man sich irgendeine eher unbekannte App runter, investiert da richtig viel Zeit und Geld rein, hat aber die Ungewissheit, vielleicht läuft das Spiel gar nicht so, es spielen nicht so viele, mir macht es zwar Spaß, aber was ist, wenn die das irgendwann mal offline nehmen, was ja gang und gäbe ist im Mobile-Gaming-Bereich. Die schlechten Spiele werden einfach aussortiert, aber ja, Pokémon Go, denke ich mal, ist ein finanzieller Erfolg. Stalingrad schreibt, wie stehst du zu Mega-Entwicklungen in Pokémon Go? Ist interessant, weil für die 8. Generation Pokémon Schwert und Schild gibt es die ja, soweit ich informiert bin, nicht, sondern Dynamax-Entwicklungen, Gigamax-Entwicklungen, sowas in der Art, beziehungsweise heißen die auch Entwicklungen, auf jeden Fall Dynamax, Gigamax-Systeme, auch was Vergleichbares, aber ja, ich könnte mir jedoch gut vorstellen, dass irgendetwas in dieser Art auch mal den Weg in Pokémon Go findet. Niantic hat schon so viele Regeln gebrochen aus der Pokémon-Welt. Auch jetzt, dass man die Cognito ausbrüten kann. Vielleicht auch mal irgendwas mit Züchten oder, ja, Mega-Entwicklungen könnte ich mir durchaus mal als mögliches Update vorstellen. Es gibt jedoch noch so viele Dinge, die kommen können. Würde ich eher hinten einreihen, denke ich mal. Der Furkan schreibt, wie findest du die Shiny Chances Rates? Die ist zu niedrig, meiner Meinung nach. Die Sache ist, zum Beispiel Rayquaza ist so in etwa 1 zu 19, 1 zu 20. Bei den Raid Days 1 zu 10. Was ich jedoch nicht ganz verstehe, wenn wir, sagen wir mal, ein Krabby im Raid haben, während des Wasser-Events, dann ist die Chance auf ein Shiny Krabby im Raid 1 zu 450. Ich finde es in Ordnung in der Wildnis, weil da kann man richtig viele fangen, aber das mit dem Raid kann ich nicht so ganz verstehen. Warum sollte man, außer man ist irgendwie Level 10 und schafft keinen anderen Raid oder hat keinen anderen bei sich in der Nähe, warum sollte man einen Krabby-Raid machen? Also jetzt ist ja wirklich schon bekannt, dass die Shiny-Chance immer global ist. Von Krabby war sie 1 zu 450, also war sie von Krabby im Raid auch 1 zu 450. Ergibt meiner Ansicht nach keinen Sinn, da einen Euro auszugeben. Weil das ist so, als würde ich einen Euro für ein wildes Krabby bezahlen. Okay, die IV können ein bisschen höher sein, aber Krabby war auch eine Quest-Belohnung. Also das verstehe ich ehrlich gesagt nicht so ganz. Ja, keine Ahnung. Klar, ich finde es gut, dass die neuen Spieler dann auch einen Raid schaffen können und so. Aber da gibt es ja dann nicht wirklich eine Belohnung für die. Die bekommen dann ein Krabby, welches sie auch in der Wildnis haben. Und vermutlich besitzen die neuen Spieler nicht mal einen Pokéball Plus, Pokémon Go Plus, sowas in der Art. Und die Zeit, die ein Raid frisst,
In der Zeit verpassen die Spieler 5 andere Krabi, die es so in der Wildnis gäbe. Aber egal, mit der Shiny Chance ja. Okay. Prisha schreibt, was ich mir immer noch als Quality of Life Verbesserung wünsche, Anzahl von gestapelten Quest-Pokémon anzeigen. Hatte ich das Thema schon mal? Auf jeden Fall, 100 ist das Maximum. Ich befürchte, das wird nie kommen, eine Anzeige, wie viele man im Quest-Stapel hat, denn eigentlich ist das kein Feature, sondern eher so eine Notlösung, wie man eben die geflüchteten Pokémon, also wenn man selbst flüchtet oder die App abstürzt, wie man die dann trotzdem noch fangen kann. Dayan sagt, wie denkst du, wird die nächste Stufung an EP-Level sein? Ich denke gar nicht unbedingt so sehr auf Erfahrungspunkte ausgerichtet, sondern mit Erfordernissen für irgendwelche Medaillen. Sagen wir, jetzt nur irgendeine Zahl erfunden, 50.000 gefangene Pokémon für das nächste Level. Und dann für das Maximallevel vielleicht 100.000 gefangene Pokémon, 5.000 Arena-Kämpfe, von mir aus 10.000 Arena-Kämpfe oder 20 Goldmedaillen, irgendwie sowas in der Art. Würde ich vermuten. Der Darth Oscar schreibt, der Dorftrick funktioniert immer noch. Jawohl, Rauch verwenden, wo nichts in der Nähe ist. Dann tauchen Pokémon auf, irgendwelche aus dem Pool. Können auch richtig seltene sein, damit habe ich zum Beispiel mal ein Togetic angelockt. Jones fragt, warum ist das immer 13.37 Uhr in deinen Videos? Ich glaube, das wird ein Geheimnis bleiben. Nein, das ist einfach so ein Insider. Die Leute, die mich schon lange schauen, wissen, was es mit dem Akku auf sich hat, was es mit dem 7G auf sich hat, dass ich früher 6G hatte anstelle von 7G, dass es in der Folge 1111 was anderes gab und solche Geschichten. Okay, und damit würde ich mal sagen, was ist mit einer gemütlichen Folge am Sonntag? Boah, ich muss das noch loswerden. Ich hasse die Technik teilweise, wirklich. Da verschwendet man Stunde, um irgendwas hinzubekommen und dann ist es doch nicht so unterm Strich, wie man es eigentlich haben möchte. Also alles einfach beim Alten lassen und nichts Neues versuchen, oder? Ja, genau, für dieses Video soll es mal gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Es geht einfach beim nächsten Mal weiter.